Hey Internet, alles klar, weiter geht's mit einem neuen Part von Assassin's Creed aus dem Jahre 2007 bzw. 2008 für Computer und für PC. Und ich hoffe, ihr habt das Licht gedämmt und die Kopfhörer aufgesetzt und bewegt euch in die Horizontale und habt was Leckeres zu essen und zu trinken dabei. Wir gehen weiter mit dem Abenteuer von Altair ist es? Ich muss mich erst noch richtig reinfinden da. Alles klar, ich freue mich darauf, dieses Spiel spielen zu können und zeigen zu können hier. Und ich habe es nie vorher gesehen, wird also alles ein bisschen improvisorisch sein und auf ad hoc sozusagen. Und wir gucken rein, wir sind hier gerade gewesen. Das ist eine der ersten festen Erinnerungen, die die Leute in diesem komischen Labor gerade mir einprojizieren. Und ich erlebe hier gerade, wie Altair mit zwei anderen Leuten aus der Assassinen-Gilde, zwei Schülern glaube ich, irgendwas macht, um einem Artefakt aus Salomons Tempel herauszuholen, wo wohl die Templer reingegangen sind, um sich das Artefakt zu holen. Und Altair scheint sich hier nicht ganz an die Regeln zu halten, die es eigentlich für den Assassinenorden gibt. Und zwar das Assassinen-Credo besteht aus drei Teilen. Das erste töte keine Unschuldigen und das zweite habe ich mir vergessen. Ich glaube, bleibe unentdeckt. Und das dritte ist auf jeden Fall, das weiß ich wieder, kompromittiere nicht den Orden der Assassinen. Das bedeutet, entlarve ihn nicht oder bereite ihm keine Schande auch. Okay, wir gehen direkt rein und wir machen weiter und viel Spaß beim Zuschauen. Das ist meine Aufgabe. Erstmal die Steuerung wieder raffen. Wir haben hier nur die Klinge momentan zur Auswahl als Waffe. Und das war der normale Low-Profile-Mode. Sollen wir einfach runtergehen oder was? Ernst jetzt? Wow, die Grafik gefällt mir gerade eigentlich ziemlich gut. Machen wir mal Eagle Vision. Da, ich soll eigentlich einen assassinieren, nehme ich an, heißt das Wort. Und die roten Gegner, das sind vier Stück, zwei zur rechten, drei zur rechten und einer zur linken. Und in der Mitte ist vielleicht ein Templer-Großmeister, stelle ich mir gerade mal so vor. Und den sollen wir eigentlich umbringen. Aber wie machen wir das? Wir gehen einfach runter, oder was? Na, verkehrt. Ja, welche Möglichkeit hätte ich sonst, oder? Da oben lang kann ich wohl kaum. Ich sehe da nichts. Blenden bringt ja auch nichts, glaube ich. Die Fußtasten. Ich gehe mal einfach mal runter. Ah, schon wieder verkehrt. Ja komm, wir raffen das jetzt. Beim dritten Mal aber. Dass er da einfach so runterscholziert. Hold, Templars. You are not the only ones with business here. Ah. Well, this explains my missing man. And what is it you want? Was wollen wir wohl? Und press Taste 1 und 0 für High Profile Kill. Alles klar. Und habe ich dann den Typen markiert? Ja, jetzt ist er markiert. Assassinieren mit einem normalen Low Profile Kill. Mach mal einen High Profile Kill. Blood. No! Ah! You know not the things in which you meddle, Assassin. I spare you only that you may return to your master and deliver a message. The Holy Land is lost to him and his. He should flee now while he has the chance. Stay, and all of you will die. Okay, das Heilige Land gehört jetzt den Templern, sagt er. Men, to arms! Kill the assassins! Oh mein Gott, das sind meine Kollegen, oder? Da ist nichts mehr zu machen, glaube ich. Three-step movement. Press and hold 1 and leer and move to jump from object to object. Okay, also laufen und dann... Oh. Press... Ah, halten. Okay, da oben müssen wir hin, ja? Meine erste Assassinenaufgabe. Ja, gehen wir einfach mal hier hoch, würde ich sagen. Kletter macht er automatisch? Sieht so aus. Hoch. Press and hold 1 and leer and move to run up the wall. Okay, cool. Wohin musste ich?
Alles klar, gerafft. Und mein Ziel ist ja angezeigt. 27 Meter, das ist wohl die Meteranzeige, nehme ich an. Also laufen wir mal ein bisschen. Press and hold. Also den High Profile Mode und Layer and move towards a wall to start climbing. Also, High Profile Mode, laufen mit Layer und in Richtung von einer Mauer sich bewegen. Use to navigate. Alles klar, das ist das erste Mal, dass ich das Climbing mache. Als Assassine. Nicht so sonderlich schwer. Wir haben es geschafft. Woo! Skipping part of memory to a more recent one. Altair, you've returned. Raouf, it is good to see you unharmed. I trust your mission was a success. Is the master in his tower? Yes, yes, buried in his books as always. No doubt he expects you. My thanks, brother. Safety and peace, Altair. On you as well. GPS at the bottom right corner of your screen shows the next objective and other information. 250 Meter entfernt, das Objective ist in diese Richtung. Alles klar, das hier ist wohl die Festung der Assassinen, die Zuflucht der Assassinen. Oder das Hauptquartier, keine Ahnung. Links wäre ein Gentle Push. Oh, keine Waffe. Was war denn nochmal der Gentle Push? Verdammt. Space? Nee, das war Blend. E? Nein. Aufbringen will ich die auch nicht. Shift. Jawohl, das war's. Shift ist also Hand und Space ist Fuß. Und ich muss auf jeden Fall hier hoch, glaube ich. Tackle ist jetzt Hand. Ja, wo lang muss ich denn? Oh, ich habe gerade was geklaut, oder? Ja, cool. Darf ich dich eben betatschen? Ja, aber zieh wieder raus. Okay, mit Fokus, Zielfokussieren bedeutet, der bleibt dann auch. Okay, alles klar, das ist lustig. Fokus wieder raus. Dann laufen wir mal ein bisschen. Okay, und das sind die üblichen Heuhaufen. Wie komme ich hier raus? Ja, du hättest verletzt sein können. Oh, da oben muss ich hin, oder? Alles klar, ich habe noch richtig gar nicht die Umgebung ein bisschen bewundert. Tackeln, das müsste jetzt sowas sein. Oh, das ist schon wieder getriggert. Die Festung der Assassinen. Tackeln wir den mal hier. Sorry. Ich hoffe, jetzt nichts passiert, Kollege. Ja, komme ich hier einfach durch? Lassen Sie mich durch? Ah, ich kann die gar nicht locken. Fokus-Lock machen. Wow, hier muss ich rein, ja? Sieht so aus. Ah, he returns at last. Abbas. Where are the others? Did you ride ahead hoping to be the first one back? I know you are loath to share the glory. Silence is just another form of ascent. Have you nothing better to do? I bring word from the master. He waits for you in the library. Best hurry.
No doubt you're eager to put your tongue to his boot. Another word and I'll put my blade to your throat. There'll be plenty of time for that later, brother. Alles klar, wir sind alle nicht so besonders freundlich zueinander in der Assassinen-Gilde. And the Fortress, das ist also die Festung der Assassinen. Wow, sieht richtig cool aus, oder? Wir sind immer noch voll synchronisiert. Und ich nehme an, ich muss einfach hier hoch. Cool, überall Wachen. Jo, und das sind riesige Gemäuer auf jeden Fall. It is an honor. Auch nicht schlechte Typen mit Gesichtsmasken. The master is within. Wo soll der Meister sein? Da oben vermutlich. Das ist der Meister. Der Assassinen-Gilden-Meister. Und immer wenn wir so eine Matrix-Störung sehen, können wir die Kameraperspektive wechseln. Tell me of your mission. Okay, der Meister in Altair. I trust you have recovered the Templar's treasure. There was some trouble, Master. Robert de Sable was not alone. When does our work ever go as expected? It's our ability to adapt that makes us who we are. This time it was not enough. What do you mean? I have failed you. The treasure? Lost to us. And Robert? Escaped. I send you, my best man, to complete a mission more important than any that has come before. And you return to me with nothing but apologies and excuses. I did. Do not speak. Not another word. This is not what I expected. We'll need to mount another force. I swear to you I'll find him. I'll go in. No! You'll do nothing. You've done enough. Where are Melik and Kadar? Dead. No! Uh-oh. Not dead. Melik? I still live at least. And your brother? Gone. Because of you! Robert threw me from the room. There was no way back. Nothing I could do. Because you would not heed my warning! All of this could have been avoided! And my brother... My brother would still be alive! Your arrogance nearly cost us victory today. Alles klar. Nearly? Altair hat Fehler gemacht. I've watched your favorite fail to find. Here. Take it. Though it seems I've returned with more than just their treasure. Master, we are under attack. Robert de Sable lays siege to Masyaf's village. So he seeks a battle. Very well. I'll not deny him. Go. Inform the others. The fortress must be prepared. As for you, Altair, our discussion will have to wait. You must make for the village. Destroy these invaders. Drive them from our home. It will be done. Fast forward again to a more recent one. Die Festung der Assassinen wird angegriffen. Und zwar von einem Robert de Sable heißt das. Oh, und hier sind schon eine Menge Verletzte. Geh runter da. Alles klar, danke. Sprint Free Run. Altair, it's good you've come. We need your help. What's happened? Templars. They attacked the village. Most of our people were able to get away. Most, but not all. What do you need me to do? Distract the Templars. Keep them occupied while I rescue those still trapped inside. As you wish. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl die Templer angreifen. Geht's dir gut, Frau? Weapons. 2 ist Hidden Blade, 4 ist Fists, 1 ist Throwing Knife und 3 ist Sword. Also nehmen wir mal das Schwert dann. Attack ist dann das hier.
Oh, wait. Hier ist ein Templer, oder? Lock to fight. Press F to enter and exit fight mode. After him, faster. Press to attack. Whoa, whoa. Press and hold this to deflect attacks. Okay. Alles klar, das war ja easy. Drück und halt, um einen stärkeren Angriff zu machen. Wow, 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 wow. Wird das gefährlich gerade, oder was? Oh. Okay, ich hab's irgendwie geschafft, oder? Noch mehr Templer umringen. Alles klar. Oh, Moment, das ist Steuerung. Wo rennt denn alle hin und wo sind die Templer? Aber da unten ist ein großer Kampf. Bring auf die Attack und return to Masia! Halt wo einen Command sich! Alles klar, da kommen zu viele. Wir müssen uns, glaube ich, nur zurückziehen jetzt. Wir sind innerhalb unserer Festung. Und ich muss nach hier oben. Altair, come. Al-Mualim's not done with us yet. Where are we going? Up there. We've a surprise plan for our guests. Just do as I do. It should become clear soon enough. Al-Mualim ist, glaube ich, unser Chef. Das ist der Obermeister. Und schneller die Leiter hoch, alles klar. Mit der rechten Maustaste als High-Profile-Mode. Und wir folgen unserem Kollegen. Stand on that platform, Altair. Okay. Komm, du kannst auch laufen, Altair. Will er nicht. Heretic! Return what you have stolen from me! You've no claim to it, Robert. Take yourself from here before I'm forced to thin your ranks further. You play a dangerous game! I assure you. This is no game. So be it. Bring forth the hostage. Your village lays in ruins, and your stores are hardly endless. How long before your fortress crumbles from within? How disciplined will your men remain when the wells run dry and their food is gone? My men do not fear death, Robert. They welcome it, and the rewards it brings. Good. Then they shall have it all around. Follow me, and do so without hesitation. Viet. Show this fool knight what it is to have no fear. Go to God! A leap of faith. Press and hold 1 and Leer, and move towards the edge from leap of faith.
pigeons will show you where to jump. Okay. Eins und leer und move towards the edge. Das ist der Sprung des Glaubens. Oh, my leg! Oh, irgendwas ist falsch gelaufen. Oh, my leg! Quiet, or the Templars will hear us. Oh! Oh, das war ja voll verdreht. I'll stay behind and tend to him. You'll have to go ahead without us. The ropes there will bring you to a trap we've set. Go and release it. Rain death upon our enemies. Move and walk on beams. Ah, hier, das ist der Beam, oder? In low profile mode. Wir sind im low profile mode. It's easier in low profile mode. Okay, ja cool, lass das das hin. So kann der immer überall stehen. Ziemlich tief hier. Eine Schlucht mit Wasser im Untergrund. Und da war der Turm, von dem wir gesprungen sind. Hier oben muss es gewesen sein. Und da ist dann Al-Mualim oder wie er heißt. Und da ist der Robert, wie auch immer der heißt. Der Templer. Okay, Jump. Okay, alles klar. Da haben die eigentlich auch noch einen Festungsturm. Und na, komm schon. Ah, dann soll ich jetzt hier hochklettern, bestimmt den Turm. Climbing. High Profile und Füße und in Richtung einer Wand bewegen, um das Klettern zu starten. Also, High Profile und Füße und in Richtung einer Wand bewegen. Oh, wait, oh, was ist das Problem? No, 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 no. No, no, ich hab direkt verkackt. Kannst du nicht schwimmen oder was? Alles klar, aber... Oh, my leg! Da, gucken wir uns mal das Bein an. Sieht ziemlich übel aus. Boah. Okay, aber wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part, zum dritten Part von Assassin's Creed 1. Vielen Dank. Ciao, bye.